ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Sophie und möchtest du gerne mehr über mich erfahren, kannst du gerne über Instagram und unten in der Infobox findest du natürlich auch den Link zu meinen Homepage, auch zu den Sternenvergebung und natürlich zu Instagram. So, aber jetzt starten wir mit deiner Legung. Hier möchte ein Geschenk auf dich zukommen. Ah, ein Geschenk. Ein Joker. Das heißt, hier hat sich die Joker-Karte gezeigt. Das heißt, in nächster Zeit wird dir ein Joker oder das Universum reicht dir quasi den Joker in die Hand und du kannst dann den Joker einsetzen sozusagen. Also wenn du Hilfe brauchst, dann reichst du dem Universum quasi deinen Joker und man wird dich dort von A nach B oder von irgendeiner Situation raus transformieren und rausbringen. Sehr, sehr schön. Und das wird Früchte tragen. Du wirst dich wieder bald glücklicher fühlen. Ein Wunsch wird dir erfüllt. Oh, ein Wunsch. Das kann ein Liebeswunsch sein, das kann aber auch ein Herzenswunsch von dir sein. Das kann mit der Liebe zu tun haben. Das kann aber auch ein ganz anderes berufliches, spirituelles Thema sein von dir, weltlich gesehen sein. Etwas, was dir Glück bringen wird. Und das fühlt sich für dich an wie ein Geschenk. Das fängt ja schon mal gut an. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ist es ein Geschenk oder kommt, welches Geschenk kommt denn zu euch? Welcher Wunsch wird sich bei euch erfüllen? So, dann starten wir mal. Welcher Wunsch wird sich erfüllen? Welcher Wunsch wird sich erfüllen, beziehungsweise was ist euer Geschenk, was euch zukommt? Oh, zwei. Oh, tiefe Gefühle. Also kann es sein, dass du jetzt tiefere Gefühle zulassen kannst. Das, was dich glücklich macht, vielleicht hast du lange Zeit danach gesucht, im Außen das Glück zu finden und jetzt hast du losgelassen und das Glück findest du im Verborgenen. Also das ist noch nicht sichtbar. Also das Glück wird dir begegnen, wenn du nicht damit rechnest. Dann kommt das Glück zu dir. So, was ist noch für ein Geschenk? Was kommt für ein Geschenk auf euch zu? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also hier, was ein Geschenk für dich ist, Blockaden, wenn Freundschaften stagniert haben, Blockaden bei euch verursacht haben, ja, Energien, die aufgepoppt sind, wo ihr in Resonanz gegangen sind, dann kann ich dir sagen, das bringst du in die Heilung. Also es war lange Zeit verborgen und jetzt kommt es in die Heilung. Also das fühlt sich an für dich wie ein Geschenk. Neue Freundschaften, neuer Job. Wow, sie baut sie. Mein Gott, ich habe auch die Verwandlung beginnt. Schaut euch das Video an, die Verwandlung beginnt, das kommt am 19., weil ich gesagt habe, ich verspreche euch, es kommt am Wochenanfang, weil ich das Gefühl habe, das Video kommt am Wochenanfang zu euch, also am 19.03. Bei einigen, weil ihr Dinge loslässt und dann gehst du hier in Resonanz mit der Verwandlung, weil du losgelassen hast, weil du auf deine Spiritualität gehört hast, wirst du von außen zu deinem Job geführt, was dich wiederum zu deinen Finanzen, zu deiner Stabilität führt. Also wieder mal eine berufliche Veränderung, die zu mehr Fülle führt. Ja? Also das ist dein Geschenk, das kommt auf dich zu. Wenn du dich nicht blockieren lässt von Freunden, das kann jetzt nochmal eine Prüfungsphase sein, das liegt im Verborgenen, kann jetzt deine Prüfung sein, die du hier spürst. Und diese Prüfung, die du hier spürst, ist eine Prüfung, ja, die sein muss,
damit du neue Wege gehen dich traust oder neue Wege gehen traust, wo du endlich sagst, jetzt reicht's mir, ne? Also wie wenn dein Geduldsfaden irgendwann sagst du, und jetzt reicht's dir, du möchtest diesen Job nicht mehr machen, ja, du hast das Gefühl, das passt zu dir nicht mehr. Du weißt, du möchtest mehr aus deinem Leben, als nur jemanden hinterher zu rennen, und das ist schicksalhaft. Hier kommt etwas Schicksalhaftes, kreuzt eure Wege, und das ist natürlich deine Erfülltheit, das ist absolut Fülle. So, wow, die Kinder wieder mal. Die Kinder oder der neue Beginn, gut möglich, wenn du jetzt noch im gebärfähigen Alter bist, und wir sind ja auch beim Wünschen und bei den Geschenken, dann kann schon sein, dass du hier nochmal schwanger wirst. Also solltest du dir ein Kind wünschen, dann kann sein, dass du schwanger wirst. Ja, also das ist ein Wunsch, der hier lange Zeit dir verweigert worden ist. Ja, wenn du keine Kinder mehr möchtest und nicht im gebärfähigen Alter bist, dann hat es etwas mit einem Neubeginn zu tun, und zwar mit einem kreativen Neubeginn. Ja, also hier startest du ein neues Projekt, ein neues berufliches Projekt startest du, und ich glaube, das ist in deinem Unbewussten hier versteckt. Es ist dir noch nicht bewusst, hier sind noch Blockaden, die du vorher noch lösen darfst, bevor du es in die Öffentlichkeit bringen kannst. Aber du wirst dein Projekt in die Öffentlichkeit bringen, weil es deine Berufung ist und deine Bestimmtheit, Geld zu verdienen. Also hier fließt dann auch dein Geld. Was kommt noch für ein Geschenk auf euch zu, meine Lieben? Oh, hier geht jemand einen Weg. Hier nehme ich nicht wahr den Verlust, hier nehme ich nur wahr, dass du gehst. Ich nehme wahr, dass du jetzt anfängst, deinen Weg zu gehen. Jetzt hörst du deine Transformation. Darum habe ich vorhin noch gesagt, ich habe das Gefühl, dass es bei euch mit dieser Verwandlung, am 19.03. geht die Legung rauf, dass es mit dieser Verwandlung zu tun hat. Ja, du verwandelst dich. Im Laufe der Zeit hast du dich schon verwandelt, und hier ist noch ein schöner Weg vor dir, ein schöner sonniger Weg ist vor dir. Also nicht das, was du verloren hast, ist das, was du suchen sollst, sondern das, was du verloren hast, war gut, dass du es verloren hast, damit du eben neu beginnen kannst. Wow, the lovers. Ja, lange Zeit hast du das Gefühl gehabt, jemanden hinterher zu rennen oder der falschen Person, und das transformiert sich. Auch die Freundschaft transformiert sich. Ich glaube auch, dass sich etwas Neues bei dir jetzt auftun wird in Thema Liebe. Aber in Thema nicht nur Liebe, ich habe auch das Gefühl, das, was in dir ist, das Herzensprojekt an den Mann, an die Frau zu bringen. Das, was blockiert hat, vielleicht hat auch deine Kreativität blockiert. Wow, das Glück erneut. Also hier kommt noch einmal der Klee. Also das ist von Glück gekrönt. Gut möglich, dass du auf deiner nächsten Arbeitsstelle oder dein Klient, ein neuer Klient, der auf dich zukommt, das kommt von außen auf dich zu, wird sich verlieben in dich oder du in ihn. Also hier hat der Beruf, die Berufung spielt hier eine größere Rolle in deinem Leben. Ja, und das ist ein bisschen weiter weg. Gut möglich, dass du deshalb lange gezögert hast, weil es weiter weg ist von dem. Aber da ist die Liebe, und ich glaube auch, dass du umziehen wirst und in die nähere Umgebung ziehen wirst, wo dein Job dann auch ist, ja? Oder wo du dann von zu Hause aus arbeitest, ja, wo dein Herz zu Hause ist. Es ist dann wurscht, wo du zu Hause bist, mein Schatz. Lass los. Vertrau darauf, dass deine Seele sich das Beste für dich ausgesucht hat. Ja, und der Schlüssel liegt
an deiner Weisheit. Wir brauchen jetzt nur eine Karte, darum nehme ich die. Der Schlüssel, weil ich hier schon angefangen habe zum Reden, der Schlüssel der Weisheit, man wird ihn dir reichen. Hab keine Angst. Das Herz wirst du bald geöffnet haben. Also hier findet bald eine Herzöffnung statt. So, was darf ich euch noch mitteilen? Was ist noch dein Geschenk? Ups. Ich sagte noch, du wirst hier umziehen, wo dein, dass du näher deinen Arbeitsplatz bist. Vielleicht bist du jetzt noch weiter weg, aber du wirst dorthin ziehen, wo es näher ist. Und die haben schon ein neues Zuhause. Mein Gott, das ist ein Geschenk für dich. Du wirst umziehen, mein Schatz. Wenn du es nicht geglaubt hast, die Legung kann jetzt wirklich bis zu einem Jahr gelten. Ja, also in diesem Jahr kannst du umziehen, wenn du, wie gesagt, loslässt. Wir haben wieder das Thema Loslassen. Loslassen, was dich nicht mehr dient, was dir nicht mehr dient. Nimm nichts mit, lass es los, lass es hinter dir. Das neue Zuhause könnte auch mit deiner Liebe zu tun haben. Und dort beginnt auch deine Heilung, deine Transformation. Also wenn du umgezogen bist, dann beginnt bei dir die Heilung, die Transformation und die Umwandlung. Und auch dein Geschäft wird wieder mehr, entweder wirst du dein Geschäft auf die Natur verlagern oder du wirst dann mehr draußen arbeiten in der Natur. Das Naturpflanzenheilkräuter ist das, was deine Berufung ist, ja? Was schon immer in dir geschlummert ist. Die Natur, Naturverbundenheit, Pflanzen, Kräuter, Beeren, Kochen, gesund kochen. Es liegt jetzt in deinen Plänen. Eine Karte. Und das ist das Geschenk. Das Geschenk wird Heilung sein. Das Geschenk wird sein, dieses Loslösen. Das sind zu viele, liebes Universum. Ich sagte noch Schwangerschaft. Ja. So. Einige könnten tatsächlich schwanger sein. Aber ich glaube, einige sind hier auch. Ich habe ja jüngere Zuschauer auch, die ihr könnt natürlich auch schwanger werden. Und hier geht es um diese Schwangerschaft. Das heißt, du gehst schwanger mit diesem Projekt hier, was wir hier gesprochen haben. Und diese Schwangerschaft wird dich erfüllen. Dieses Kind, da wirst du dich verbunden fühlen. Ich spüre, dass du mit diesem Kind, das Kind muss in dein Leben kommen. Ich glaube nicht, dass du jetzt, ja, wir haben den Geburtstag, ne? Also hier kann es tatsächlich sein, dass du hier schwanger wirst. Was ich hier fühle und spüre, und das soll ich jetzt nicht abschrecken davor, ich habe nur das Gefühl, das Kind muss kommen. Also bei einigen kann es sein, wenn du erst kurz mit jemandem zusammen bist und du wirst schwanger, dann wollte das so sein, dass du schwanger wirst, ja, weil dieses Kind zu euch fließen möchte. Und das Kind kann geboren werden, entweder an deinem Geburtstag oder am Geburtstag deines Haustieres oder an einem, also der Geburtstermin quasi, steht schon fest. Auch wenn du es nur als Projekt gesehen hast. Wow, und das gefällt mir jetzt noch besser, weil wir haben hier, der Wunsch ist in Reichweite, aber du musst dich bewegen. Das heißt, du musst etwas tun dafür und das ist das Gleiche. Wenn du sagst, du möchtest gerne ein Kind, ne? Was muss man dann tun, damit ein Baby kommt? Ne? Entweder ärztlich, ja? Wenn es bei einigen anders nicht möglich ist, gibt es ärztliche Unterstützung. Ansonsten mit euren Schatzi, ja? Also tun müsst ihr was, damit du schwanger wirst. Ne? Das ist mal Fakt. Deshalb auch bewege dich. Das heißt, wenn es um ein neues Projekt geht, um ein neues Zuhause, um ein Geschäft zu haben, musst du dich auch bewegen, damit du das nach vorne bringst, okay? Also hier geht ohne etwas nicht tun, geht nichts, ja? Das heißt, du musst schon mal was tun dafür, damit sich etwas bewegt. Du sollst aber auch bitte um das, was du möchtest. Dein Wunsch ist in Reichweite. Die zwei Karten gehören für mich zusammen. Ja. So.
Gestehe dir deine wahren Gefühle ein, sei ehrlich mit dir selbst, nur du weißt, was du wirklich möchtest. Ja, das sehe ich auch. Nur du weißt, was du willst. Ja, willst du ein Baby? Willst du ein neues Zuhause? Willst du berufliche Veränderung? Willst du eine häusliche Veränderung? Willst du dich selbstständig machen? Willst du angestellt sein? Du entscheidest, wo du hin möchtest. So. Was darf ich euch noch mitgeben auf euren Weg? Steigende Fülle. Wow. Ja, noch ein Geschenk für euch, meine Lieben. So viele Geschenke warten unterm Punkti, Punkti. Vielleicht zu Ostern. I don't know. So, was kommt denn noch auf euch zu? Was ist noch ein Geschenk? Welches Geschenk? Wow, Zipauzi, Pauzi. Das sind zu viele, aber ich zeige sie euch wieder mal. Logisch. Wow. So, das Tor zur Romantik. Hoppla, das passt sehr gut dazu zum Engel der Liebe. Also hier wird man dir den Engel der Liebe auf alle Fälle, du kriegst jetzt zwei Engel. So, ich zeige euch mal die zwei Engel. Der Erzengel Kamuel steht für die Liebe und der Engel der Liebe. Das heißt, die beiden sind in der nächsten Zeit definitiv für dich da. Also wünschst du dir einen neuen Partner, Kinder, Haus, neuer Job, dann wird sich das jetzt für dich erfüllen, denn dein Wunsch ist in Reichweite. Das heißt, er ist noch nicht da, aber er ist in Reichweite. Dann hast du das Tor zur Romantik. Es wird zum Engel der Liebe passen. Zum Erzengel Kamuel. So, was haben wir dort? Noch ein Engel. Oh, mein Gott! Halleluja! Halleluja! Denn Engel der Kraft und das Tor zur Spiritualität wird sich für dich öffnen. Das wird sich für dich wie ein Geschenk. Also du wirst dich spirituell weiterentwickeln. Ja? Du wirst spirituell dich weiterentwickeln und in deine Kraft kommen. Du wirst im Ausgleich Yin und Yang noch ein Engel, der Engel der Geduld. Hab noch ein wenig Geduld. Ja, dein Wunsch ist in Reichweite. Aber er kommt, das ist dein Geschenk, das hast du, das ist dein Vermächtnis, was das Universum dir jetzt schenken möchte, was es dir jetzt geben möchte. Du wirst siegen, du wirst deine Unentschlossenheit wirst du loslassen und deshalb siegst du. Ja, du lässt deine Unentschlossenheit los, nimmst das Glück und gehst quasi deinen Weg. Und diese Unentschlossenheit, die hat dich schon, ja, das ist dein Joker. Den setzt du jetzt ein. In der Liebe, in den Finanzen, in der Selbstständigkeit, in der Spiritualität, in allen Dingen, ja, in finanzlichen, Finanzthemen. So, drei Karten. Eins, jawohl, zwei. Drei, vier. Klarheit, das ist ein Geschenk. Eine Klarheit kommt über dich. Also die Klarheit, du wirst Klarheit erlangen. Wunder. Ja, Neugier. Du bist verbunden mit deinem kindlichen Neugier. Es gibt so vieles zu entdecken. Wir haben die Kinder. Vielleicht solltest du mal die Welt mit Kinderaugen betrachten. Vergänglichkeit. Ich lebe jeden Tag wie ein neues Leben. Feiere jeden Tag dein Leben. Also hier ist auch, viele feiern zu wenig und konzentrieren sich auf immer das, was sie alles haben wollen. Aber hier solltest du mal Danke sagen, dass du am Leben bist, dass man dir diese Wünsche auch erfüllen kann auf der irdischen Welt. Also hier ist Dankbarkeit ist ganz, ganz groß. Also sei dankbar und sei unvoreingenommen und du bleibst bitte und widme dich deinem Kunstwerk deines Lebens. Das Leben ist ein Kunstwerk. Du musst es nur lernen zu verstehen. Okay?
Und da bist du gerade dabei. Und hier haben wir Wunder. Ich bin ein Magnet für Wunder. Das ist deine... Ja, denn diesen Satz sollst du dir aufschreiben. Ich sage ihn euch nochmal. Ich bin ein Magnet für Wunder. Den schreibst du dir auf einen ganz kleinen Zettelchen, so Post-its, und dann biegst du es in der Küche hin, im Wohnzimmer, neben der Couch, im Bad, im WC, so dass du den Spruch immer wieder siehst. Also ich bin ein Magnet für Wunder. So, hoppla. So. Ah ja, wo kommen die jetzt mal her? Sie sind irgendwo rausgefallen, Moment. Aber es ist altes Ade, neues Willkommen, perfektes Timing. So, ah, da waren sie. Ja, vielleicht ist jetzt das perfekte Zeitpunkt dafür, für Wunder anzuziehen. So. Ja, du siehst nicht mehr nur durch die rosarote Brille. Du nimmst deinen Stift in die Hand und fängst an, dein Projekt zu zeichnen. Ja, du bist der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin. Du gehst jetzt Koffer backen. Du weißt jetzt, was du willst und was du nicht willst. Du bist der König. Der König der Spiegel. Du durchleuchtest jetzt. Du gehst jetzt... etwas beendest du, ja. Das ist hier, die Blockaden beendest du. Du packst deine Koffer und gehst, weil du sagst, ich habe etwas Besseres verdient im Leben. Du lässt los. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du loslässt. Und das ist dein Film. Du entscheidest, wie der endet. Niemals die anderen. Du entscheidest den Ausgang. Wow, The Lovers und die Freiheit oder die spirituelle Freiheit. Liebe ist Freiheit und die Spiritualität ist ebenfalls Freiheit. Das, was du denkst, fühlst, ist dein Denken, dein Fühlen. Das ist, kann dir keiner abnehmen, was du denkst, was du fühlst, es ist deines. Ja? Das gehört dir. Du entscheidest, was du daraus machst. Du entscheidest, wie du weitergehen möchtest. Niemand anders hat das Recht zu entscheiden. Du selber hast es in der Hand. Du selber hast den Schlüssel deines Herzens. So, dann schauen wir hier noch ein paar Karten. Was darf ich euch noch mitschreiben? Wow. Ja, die Königin der Schwerter, die Königin der Kommunikation. Das ist die oberste in der Kommunikationsreihe. Jemand kann sich sehr gut ausdrücken, kommunizieren, klar auszudrücken, was ich will und was ich nicht will. Was du loslassen möchtest, was du behalten möchtest. Also jemand, der sich sehr klar ist, ja, der die Unentschiedenheit rausgeht und das neue Leben herzlich willkommen heißt. Ja, du bist, jemand bringt dich quasi ans andere Ufer. Du oder eine andere Person. Hier wird man dich quasi ans nächste Ufer bringen. Die Hohepriesterin hat sich kurz umgedreht. So, 3 Karten bitte. Der Schmerz geht raus, sagen sie. Die Einsamkeit geht raus, sagen sie. Die Erfülltheit kommt. Ja, so. Wow, die Königin und der Wagen. Herzschmerz geht raus. Herzschmerz wird quasi geheilt, weil wir schauen ja auf das Geschenk, auf deine Wunscherfüllung. Ja, du schaust auf das zurück, was du gemacht hast. Was, wow, die Liebenden. Ne? Die Liebenden, hier haben wir auch ganz viel Liebesenergie hier. Hier haben wir die Königin. Der Kelche, hier haben wir die Königin Schwerter, also viele weibliche Königinnen und Könige. Also Fische, Krebs, Skorpion, Waage, Zwillinge und Wassermann. Könnte jetzt ein Hinweis sein. Die schauen sich auch an, ja.
Also gut möglich, dass du dich mit einer anderen Frau zusammentust, entweder mit einem Luftzeichen oder mit einem Wasserzeichen. Und das bringt euch vorwärts. Ja? Vielleicht ist ein Wasserzeichen nicht ganz vorwärts kommen oder ein Luftzeichen nicht ganz vorwärts kommen und ihr tut euch jetzt zusammen und geht quasi gemeinsam den Weg. Das kann jetzt beruflich genauso heißen, die Liebesverbindung, ja, Herz-zu-Herz-Verbindung, oder ihr kommt zusammen mit einem Luft- oder Wasserzeichen. Also die Luft- und Wasserzeichen haben jetzt große Chancen, jemanden quasi zu finden in der Liebe. Also Luft und Wasser. So, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Baba, tschüss.